herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr seid da, Gott ist da und Nili ist da. Gemeinsam wollen wir Gottesdienst feiern. Vielleicht habt ihr euch ja vor der Kirche eine Tüte geholt. Die braucht ihr heute für den Gottesdienst. Solltet ihr keine Tüte haben, könnt ihr vielleicht eure Sachen so zusammensuchen. Ihr braucht ein Schaf, ein grünes Tuch, etwas Heu oder einen Apfel, ein Schälchen mit Wasser, ein Teelicht und einen Schal. Hört ihr die Glocken schon? Die Zeit könnt ihr nutzen, um die Sachen zusammenzusuchen. Ich zünde jetzt die Nili-Kerze an. Gemeinsam mit euren Eltern könnt ihr auch das Teelicht anzünden, was ihr bekommen habt. Gemeinsam wollen wir jetzt einen Kinderpsalm beten. Psalme sind Gebete aus der Bibel. Deshalb dürft ihr, wenn ihr wollt, eure Hände falten. Einen Teil lese ich euch vor und einen Teil sprechen wir gemeinsam. Den wollen wir jetzt einmal üben. Und zwar, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Okay. Wie der Hirte auf seine Herde, so gibst du auf uns Acht. Du sorgst für uns, dass wir genug zum Leben haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du tust uns so viel Gutes, dass wir sogar mehr haben, als wir brauchen. Weil das so ist, können wir uns immer neu freuen und fröhlich sein. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. In deiner Nähe fühlen wir uns wohl und geborgen. Sogar wenn es uns schlecht geht, bist du bei uns. Du lässt uns auch da nicht alleine, wenn wir traurig sind. Gerade dann sprichst du mit uns und tröstest uns. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du tust mir so viel Gutes, lieber Gott. Und du versprichst mir jeden Tag neu, zu mir zu halten. Das verspreche ich dir auch, für immer. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Halte zu Du bist jederzeit.
Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Hirte weiß ich. Nichts wird mir mangeln. Mangeln kenne ich nicht. Hat das was mit Bügeln zu tun? Ich weiß nicht. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Grün ist gut. Ich bin auch grün. Grün gefällt mir. Mili. Wo bist du? Ja. Mili! Hallo! Was machst du da? Ich hab gelesen in dem großen, dicken Buch. Oh, hör mal, die Kinder sind da. Oh, hallo Kinder! Hallo Kinder! Und was ist das für ein großes, großes Buch? Als ich's aufgeschlagen hab, stand vorne drauf Bibel. Ah, ja, Bibel weiß ich. Das ist doch das Buch mit den vielen Geschichten über Gott und über Jesus. Genau. Ah, ja. Und dann hab ich da drin geblättert und ich versteh's nicht, Toxi. Ich kann's einfach nicht verstehen. Was hast du denn für eine Stelle da? Einen Psalm. Ach, Psalm. Ja. Der Herr ist mein Hirte? Ach. Das verstehe ich. Ja. Hey, ich kenne die Geschichte. Weißt du was? Ich habe in meiner Kinderbibel schon mal drüber gelesen. Ehrlich? Ja. Da steht auch Mangeln und Mangeln kenne ich nicht. Ach. Steht das auch in der Kinderbibel? Hat das was mit Bügeln zu tun? Ja, ich weiß auch nicht. Habe ich mich auch schon gefragt. Lass uns doch mal in der Kinderbibel schauen, da ist. Oh, gute Idee. Ja, lass uns das machen. Ja. Okay. Nee, guck mal, das ist die Seite. Siehst du die Schafe? Oh ja, und da ist ein Mann mit einem Stab. Das ist bestimmt der Hirte. Ja, stimmt. Soll ich mal den Anfang lesen? Oh ja, mach mal. Mal gucken, wie es da steht. Ja. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Oh, jetzt verstehe ich, wie das mit dem Mangeln gemeint ist. Ach, stimmt ja. Und fehlen. Ja, fehlen. Ich war auch an der Kirche und habe eine Tüte geholt. Ja? Sollen wir mal gucken, was da drin ist? Ja. Warte, ich guck mal. Ja, Mili, hast du was gefunden in der Tasche? Ja, alles ist umgekippt, ist alles darunter gefallen. Oh. Aber tolle Sachen sind da drin. Oh, lauter tolle Sachen. Soll ich mal was hochholen? Da ist ein Schaf da unten. Oh ja, reiß mal hoch. Ja, ich mach mal. Achtung, reiß mal auf. Mit den Kindern zusammen die Geschichte legen. Ah, Kinder, ihr habt ja auch so eine Tasche vielleicht. Oder die Sachen, die ihr zusammengesucht habt. Lass uns das mal zusammen machen. Ja, die Tasche kann weg, ist eh alles rausgefallen. Ja. Dann haben wir Platz hier. Jawohl, also Schaf. Soll ich die erste Stelle mal lesen? Lies nochmal. Also es fängt an, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Für den Hirten ist das Schaf.
Und nichts wird mir fehlen, das braucht bestimmt was zu essen. Da ist, oh, da gibt's was, da gibt's Heu. Ja. Oh, habt ihr auch Heu? Ich hol mal das Heu. Hol dir auch mal das Heu raus. Also, heißt das jetzt, der Hirte sorgt dafür, dass es den Schafen gut geht? Genau. Ja, und Gott macht das Gleiche für uns? Genau. Ah, schön. Ja. Soll ich weiterlesen? Ja, mach mal weiter, weiter. Okay. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Oh, was grün, was grünes ist auch aufgefallen. Darf ich holen? Na gut, dann hol den. Hol du. Ha. Habt ihr auch so was? Eine grüne Aue, eine grüne Wiese? Das ist wie eine grüne Wiese. Für das Schaf. Okay. Dann geht's weiter und führt mich zum frischen Wasser. Oh ja, wenn man gegessen hat, muss man auch was trinken. Oh, ja. Da ist auch was drin gewesen. Ah, ich hol's mal. Oh, so ein bisschen Durst hätte ich jetzt auch. Oh, das ist ganz schön schwer. Geht das? Ganz schön schwer. Eine Schale mit Wasser. Da. Fürs Schaf. Oh, süße Schäfchen. Eine Schale mit Wasser. Für den Durst. Oh ja, riecht gut. Okay, dann lese ich noch zu Ende. Gott sorgt dafür, dass ich es schön habe. Oh, bei der Kälte wäre ein Schal super, damit ich es schön habe und warm. Ja, der Wetter mich. Wie kannst du einen Toxin? Schäfchen. Ach, irgendwas sowas. Bleib doch stehen. Vielleicht können wir ein Nest bauen. Oh, für die ja. Schäfchen? Ja, ich habe einen ganz großen Schal. Oh, das ist gut. Hol mal, hol mal. Oh, da ist er. Oh, gibst du mir ein bisschen? Ja. Und das Schaf wieder hinsetzen? Oh, da hat es das Schaf aber kuschelig. Da hat es das Schaf kuschelig mit dem Schal. Oh, ich glaube, ich lege mich dazu. Nein, ist das schön. Danke dir dafür, Gott. Und für Gott habt ihr ja vorhin schon das Teelicht angezündet. Dann holen wir das auch noch bis hierher. Ich habe auch eins. Achtung! Aber ganz vorsichtig mit dem Feuer. Ja, ganz vorsichtig, dass ich nicht meine neugierige Nase anfange. Oh, der will mich nur haben. Hast du schon welche? Nein, Schnurrhaare habe ich nicht. Gott sei Dank, die wären sonst vielleicht schon aufgefallen. Da ist das Licht für Gott. Kinder, zeigt mal eure Bilder. Oh, die sieht toll aus. Ja, das sieht ganz toll aus. Jetzt verstehe ich, was da in der Bibel steht. Ja. Wie gut. Vielleicht habt ihr ja Lust, ein Foto von eurem Bild zu machen und könnt mir das schicken. Oh, darüber würde ich mich auch freuen. Oh ja, dann können wir zusammen gucken. Ja. Gute Idee. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt, oder? Ja, okay. Gut, dann sagen wir den Kindern nochmal Tschüss. Tschüss. Und viel Spaß beim Basteln noch. Ja. Basteln wir auch noch? Bestimmt. Ja. Tschüss. Tschüss. Thank you.
Gemeinsam wollen wir Fürbitte halten. Gemeinsam sprechen wir nach jeder Bitte. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, wir danken dir, dass wir bei dir geboren sind. Du kennst jeden von uns und passt auf uns auf. Lieber Gott, wir bitten dich, lass uns deine Liebe immer spüren und so unsere Kinder geborgen aufwachsen, in Gewissheit, dass sie zu Hause immer willkommen sind. Gemeinsam sprechen wir. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, wir bitten dich, pass auch auf die Menschen auf, die nicht wissen, was Liebe und Geborgenheit ist. Lass sie deine Liebe und Geborgenheit spüren. Gemeinsam sprechen wir. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, wir bitten dich auch für die Hirten und ihre Schafe und alle anderen Tiere. Schenke auch ihnen Liebe und Geborgenheit. Gemeinsam sprechen wir. Wir bitten dich, erhöre uns. Amen. Wir wollen gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schon am Ende vom Gottesdienst. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch am 25. April wieder dabei seid und wir uns alle da sehen. Ich puste die Kerze aus, doch bevor ich das mache, lade ich euch ganz herzlich ein, dass ihr noch etwas bleibt und mit uns bastelt. Heute wollen wir mit euch Schafe basteln. Dazu könnt ihr den grünen Stoff, die Watte und das Heu aus der Tüte nehmen. Wer von euch keine Tüte hat, der kann mal zu Hause nachschauen, was er so zu Hause hat. Ihr wisst, ihr dürft kreativ sein und das benutzen, was ihr habt und was euch gefällt.
Außerdem braucht ihr ein Blatt Papier. Ich habe ein grünes genommen, weil ich das sehr passend finde zu dem Stoff. Ihr könnt aber auch, wenn ihr kein grünes habt, was anderes nehmen. Ihr könnt auch Pappe nehmen, was ihr da habt. Außerdem braucht ihr ein weißes Blatt Papier, einen Stift, ich habe einen schwarzen. Wenn ihr keinen schwarzen habt, nehmt ihr einen anderen. Und eine Bastelschere. Und, hätte ich fast vergessen, den Kleber. Genau, dann kann's losgehen. Macht euch ein bisschen Platz. Zuerst nehmt ihr euch das große Stück Papier, dann nehmt ihr den Kleber, dann könnt ihr da mal kräftig hin und her fahren. Für das Stück Stoff brauchen wir viel Kleber und dann hoffen wir, dass es hält. Schaut mal, könnt ihr einfach das Stück Stoff oben drauf legen und festdrücken, so wie es euch gefällt. Okay, dann nehmt ihr euch die Watte und dann könnt ihr da euch was abzuppeln von der Watte und könnt es so ein bisschen kneten. Am besten ist es, wenn ihr es flach drückt, dann passt es besser. Genau, schaut mal. Ich setze es mal dahin. So. Dann haben wir da noch mehr Wolle. Könnt ihr so viele Schafe, wie ihr möchtet, basteln. Ich mache jetzt mal zwei. So. Vielleicht ein bisschen höher, weil da kommt gleich noch das Heu unten drunter. Wenn ihr soweit seid, nehmt ihr einfach den Kleber und weil das auf der Watte so schwierig ist, dürft ihr den Kleber jetzt auch direkt auf den Stoff drücken. Ne, schaut mal, könnt ihr sehen. Und da, wo der Kleber ist, da könnt ihr jetzt die Watte drauf drücken und dann hält es. Ne? Schaut mal, so. Dann könnt ihr die anderen Schafe noch festkleben. So, schaut mal, richtig feste drücken. Sonst sage ich immer nicht so feste drücken, aber da könnt ihr ruhig ein bisschen drücken. Denn wir brauchen den Kleber auf dem Stoff, dass die Watte hält. Sonst fällt die euch runter. Hm? Guckt mal so. Da haben wir schon zwei Schafe, ne? Da fehlt jetzt noch was, nämlich der Kopf. Und da nehmt ihr jetzt einfach ein weißes Papier und dann geht's los. Probiert's einfach mal aus, es ist nicht so schwer. Schaut mal. Ich habe vorher mal ausprobiert, wenn ihr so ein U malt oder einen Bogen und dann obendrauf drei Wellen, könnt ihr es schon erkennen. Dann könnt ihr das Blatt ein bisschen drehen und dann müsst ihr hier an der Seite nochmal so einen Bogen rausfahren. Könnt ihr das Blatt nochmal drehen. Dann könnt ihr auch auf der anderen Seite rausfahren. Schaut mal, jetzt könnt ihr es erkennen, oder? Genau, das ist der Kopf vom Schaf. Schaut mal, malen wir noch zwei Augen. Und schon ist es fertig. Jetzt müsst ihr es nur noch ausschneiden. So. Wenn ihr sowas ausschneidet, ist es am besten, wenn ihr erstmal grob schneidet, dass das ganze andere Papier weg ist. Ja. Und dann... dann müsst ihr mal gucken, vielleicht braucht ihr da Hilfe von Mama oder Papa oder vielleicht habt ihr auch einen großen Bruder oder eine große Schwester, die euch helfen kann. Und dann müsst ihr einmal außenrum
vorsichtig, dass ihr nichts abschneidet. Und wenn, ist auch nicht schlimm, ne? Da dürft ihr euch nicht ärgern. Jedes Schaf ist anders, jeder von uns ist anders. Und das ist gar nicht schlimm, wenn da auch mal eine Ecke fehlt. So, jetzt müssen wir aufpassen hier hinten. Das ist immer so eine enge Stelle. Und dann noch letzte Kurve. Oh, da mal eine Ecke. Gucken, ob ich die wegkriege. Fast, ne? Schaut mal. Jetzt holen wir uns das Papier wieder rüber. Dann könnt ihr mal gucken, wo das am besten hinpasst bei eurem Schaf. Und dann könnt ihr einfach jetzt hier hinten drauf den Kleber machen. Ja, normalerweise macht man ja den Kleber immer da drauf, auf das, was man aufklebt. Und dann könnt ihr nochmal gucken, wo passt es denn jetzt am besten. Was meint ihr, so oder so? Das sieht aus wie der Schwanz da hinten. Ne? Guckt mal, ich mach's mal so. So. Ich habe schon einen zweiten Kopf vorbereitet, schaut mal. Hier. Da mache ich jetzt auch Kleber drauf. Und dann gucken wir mal, wo der hinpasst. Was meint ihr? Sieht auch aus, als ob hier ein kleiner Schwanz wäre. Ich würde sagen, auch hier. Witzig. Guckt mal. Prima. Und jetzt zum Schluss könnt ihr euch das Heu holen. Wenn ihr kein Heu habt, dann könnt ihr mal gucken, ob ihr was anderes findet. Vielleicht könnt ihr draußen ein paar Äste sammeln und könnt die unten hinkleben. Das kann ja auch Heu sein. Hm? Schaut einfach mal. Und wenn ihr gar nichts findet, was ihr da hinkleben könnt, könnt auch Papier klein schnipseln. Dann ist es auch nicht schlimm. Schaut mal, sieht ja auch so schon schön aus. Ne? Jetzt macht er einfach wieder Kleber unten hin. Und ihr seht, ihr müsst wirklich drücken, dass das passt. Dass der da dran bleibt, ne? Der Kleber. So, guck mal. Wenn da so ein paar Wellen kommen, das macht auch nichts. Und dann könnt ihr hergehen und das Stroh so ein bisschen verteilen, das Heu. Jetzt habe ich Stroh gesagt. Es ist ja gar kein Stroh, es ist Heu. Ja. So, schaut mal. Dann könnt ihr das auch noch mal ein bisschen abklopfen, auf die Seite schieben. So, oh, schaut mal. Der Kopf ein bisschen schief. Drücken wir noch mal gerade. Ja. So. Und wenn ihr soweit fertig seid, lasst mich mal gucken, so, dann könnt ihr euch einen schönen Platz suchen für euer Bild. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch ein Foto machen. Ihr wisst ja, Nili und Toxi, die freuen sich über Fotos von euch. Dann bis zum nächsten Mal, viel Spaß! Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis bald.